Willkommen auf dem Messestand der WETAS Wärmetausch aus Sachsen GmbH zur Chillventa 2024. Hier wollen wir Ihnen heute die neuesten Produkte und Innovationen unseres Unternehmens präsentieren. Eins unserer Neuheiten auf dieser Messe ist der AquaHeater 200. Dieser zeichnet sich aus, dass er mit natürlichen Kältemitteln R290 arbeitet, mit einer Füllung von lediglich 150 Gramm. Dieser zeichnet sich aus durch einen 200 Liter Pufferspeicher und ermöglicht somit die Trennung vom Heizkreislauf und den Kreislauf der Bäder und Verbraucher. Hier sehen Sie unseren Niedertemperatur-Heizkörper. Diese ermöglicht es Ihnen, ein Bestandsgebäude oder ein Neubau ohne Fußbodenheizung mit Niedertemperatur zu beheizen. Damit gelingt es Ihnen, eine Wärmepumpe in Ihrem Gebäude im Einsatz zu bringen, ohne große Umbaumaßnahmen. Erreicht wird dies durch eine niedrige Vorlauftemperatur bei einer sehr großen Kollektorfläche und sehr leisen Ventilatoren, die mit einer Lautstärke von um die 12 Dezibel nicht hörbar sind. Wir haben ja gerade eben unseren Niedertemperaturheizkörper für Wohnungen und Wohneinheiten gesehen. Genauso bieten wir bei uns im Unternehmen die Niedertemperaturheizleisten an. Diese sind gedacht für Industrieanwendungen wie Produktionshallen und Ähnliches. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufgrund einer niederen Temperatur einen geringeren Wärmeaufstieg haben. Die warme Luft fällt ab etwa einer Höhe von 2 Metern zurück auf den Boden, was es uns ermöglicht, eine Industriehalle lediglich auf den ersten 3 Metern zu erhitzen. Es ist also nicht notwendig, eine Halle mit einer Höhe von 12 Metern komplett zu erhitzen. Dadurch können wir Industriehallen umweltfreundlich erhitzen und ein angenehmes Arbeitsklima für die Mitarbeiter vor Ort erzeugen. 2024 sind wir in die Produktion von wassergekühlten Photovoltaikmodulen eingestiegen. Diese zeichnen sich durch ein sehr geringes Gewicht und eine einfache Installation mittels Verkleben aus. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Anwendung Nummer 1 ist im Heimbereich, wo wir mittels einer Wärmepumpe warm Wasser produzieren für Industrieanwendung oder Heimanwendung. Oder wir nutzen Rückkühler, um den optimalen Wirkungsgrad für Photovoltaikmodule zu erzeugen. Sowohl Kunden als auch wir waren ständig auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung für Speicherung von Wärme in Kellern und schwer zugänglichen Orten. Also haben wir uns eine Entwicklung gemacht eines eigenen Kunststoff-Pufferspeichers, mit dem wir all unsere Probleme lösen konnten. Nun ist es uns möglich, den Pufferspeicher für 2 Personen tragbar zu machen, ihn gleichzeitig durch die Kunststoffgehäuse günstig und gut wärmespeichernd anbieten zu können. Dieser Pufferspeicher ist 90 Grad temperaturbeständig und ist 10 Bar druckgeprüft. Unsere Erdwärmespiralen bilden eine Alternative zur Tiefenbohrung für die Nutzung von Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Diese sind aus Edelstahl gefertigt und können bis zu 300 Watt pro Einzelbohrung mit einer Tiefe von 2 Metern erzeugen. Die Spiralen haben eine äußerst lange Lebensdauer, da sie aus Edelstahl gefertigt sind. Gleichzeitig ist die Installation äußerst einfach. Es wird eine Tiefenbohrung von 2 Metern mit einem Bagger gemacht. Anschließend werden die Spiralen eingesetzt und mit Sand verfüllt und installiert. Für das Jahr 2025 wollen wir hier schon unsere Aluminium-Wärmeübertrager vorstellen. Diese zeichnen sich aus durch Aluminiumkernrohre, Aluminiumgehäuse, Aluminiumlamellen. Dies ermöglicht eine deutliche Kostenersparnis und eine Einsparung von Gewicht. Ab 2025 wird dieses Produkt bei uns im Hause der WETAS Wärmetausch aus Sachsen GmbH erhältlich sein. Weiterhin bieten wir bei uns im Unternehmen Wärmeübertrager aus Aluminium, Kupfer oder Edelstahl an. Diese können rund oder eckig ausgeführt sein, können als Heatpipe oder als Gaskühler genutzt werden. Wir bieten Wärmeübertrager in sämtlichen Bereichen, in sämtlichen Märkten an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.wetas.de oder unter Social Media bei Facebook oder LinkedIn. Vielen Dank.